Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Portal Knights. Hab mir einen neuen Char angelegt, der dann doch lieber Bogenschütze geworden ist. Und damit die Welt sich neu generiert. Die war nicht so hübsch, ist mir gesagt worden. Hab hier schon ein bisschen aufgeräumt, meine Hütte ausgebaut. Das gerade mal zeigen mit dem Bogenschützen. Das ist ziemlich cool. Das ist nämlich ganz schön. Eben war gut, ich bin jetzt... Also ich habe jetzt wieder vorgespielt bis auf Stufe 4. Aua. Also geht ratzfatz. Das ist mein Haus. Ein altes Haus, das hier stand, ausgebaut. Hier geht's ins Nirgendwo. Da ist noch ein Blitzritter. Blitzdings. Ist also ganz easy. Stehen auch noch mit. Au. Hab mich gar nicht getroffen. Von wegen au. Ich habe hier in das Portal auch schon die Portalsteine eingesetzt und da wollte ich jetzt rübergehen. Und ich gehe zu den brennenden Sanden. Okay, da war ich noch gar nicht. Neue Insel. Oder ist das nur ein? Da war ich noch nicht. Das sieht ja strange aus hier. Kupfer. Immer noch Mangel ständig an Kupfer. Ein bisschen umgucken. Da drüben ist Kupfer in der Wand, das ist ja gemein. Dann nehme ich halt die Kristalle. Ist auch gut. So, wie komme ich da runter? Gibt es Fallschaden? Ich weiß es gar nicht. Mal probieren? Nein. Okay, dann werde ich mich jetzt mal mit so einem Feuerdingsbums anlegen. Gucken, wie stark die sind. Oh, schon stärker. Aber auch nicht so schlimm. Stehen Plumper-Dings da auch gleich. Hab ich was Falsches ins Ziel bekommen? Ich hätte jetzt noch schnell meine Sense ausrüsten können, die ich mir gebaut habe als Nahkampfwaffe. Jetzt muss ich aber nochmal nach dem Kupfer da drüben gucken. Und Eisen brauche ich jetzt, damit ich meine Schmiede, meine Werkbank weiter pushen kann. Kommt zu mir, ihr Kristalle. Was ist das oder ist da auch was drin? Nee. Ah, jetzt muss ich ja nur noch da hochkommen. Irgendwie. Oh, ich sehe schon das Kupfer. Ich buddel einfach mal wild nach oben. Das Ding ist schon wieder kaputt. Einmal. Oh, da geht's runter. Aufpassen, dass ich nicht irgendwo abstürze aus Versehen. Das war jetzt nicht der Plan. Noch
mehr Kupfer hier. Und das war's. Sehr schön. Bestimmt wird es auch bald hell, damit ich sehe, was es hier so gibt. Da ist ein Portal. Nein! Huch, oh je. Das war nicht so gut. Back to start. Das sind ja riesen Klüfte hier. Oh, da ist Kupfer. Ich sehe das. Noch mehr? Uiui. Geht's da runter, oder? Mal langsam rantasten. Nee, geht wohl nicht runter. Yay. So einen von diesen lila Kristallen habe ich auch schon verbaut für einen Ring. Das war zwar, glaube ich, eher ein Magierring, aber auch egal. Besser ein Magierring als gar kein Ring. Das hier gerade mal freigraben, damit ich sehe, dass hier ein Durchgang ist in Zukunft. Schon wieder kaputt. Das geht so schnell. Hier sind noch Kristalle. Doch nichts wegkommen lassen. Da. Hier sind überall Kristalle. Oben Kupfer. Aufpassen, nicht, dass ich mich hier ins Nirgendwo grabe. Ich weiß ja nicht, was da unten drunter ist. Also ich habe jetzt so weit vorgespielt, dass ich auch auf Stufe 4 bin, so genauso wie ich vorher auch war. Ihr habt also nichts verpasst. Mehr Kupfer. Nichts. Noch geht's nicht abwärts. Oh, da geht's runter. Mal ein bisschen freiklopfen, damit ich was sehen kann. Wieso kann ich das nicht abbauen? Komisch. Okay, das muss reichen. Da oben waren auch noch Kristalle, aber ups. Den habe ich nicht gesehen. Eine lodernde Blüte. Tut mir nichts.
explodiert. Ist ja gemein. Komm, lass doch mal so ein Leben fallen. Au. Roter Schleim. Die haben alles sehr nette Namen hier. Es scheint mir eine sehr abrupte Welt zu sein. Steil nach oben, steil nach unten. Aber ich gehe jetzt mal hier lang, ohne irgendwo. Hey, lass mich. Oh, da kommt man gar nicht vorbei. Muss ich mir erst einen Durchgang bauen? Durchgang bauen. So. Ich noch eine Reihe, sicherheitshalber. Noch eine Reihe. Seltsame Geräusche hier. Oh, da ist so eine Säule. Ich habe noch kein Haus oder sowas gesehen. Aber aus dem Augenwinkel habe ich gerade Kupfer gesehen. Die Kristalle, die lasse ich jetzt mal liegen. Da ist. Muss ich durch? Wow. Nein! Uch, bin ich denn hier gelandet? Ich habe Glück gehabt, dass ich hier runtergefallen. Was ist denn hier? Ist alles stockdunkel. Moment mal. Eine Fackel brauche ich. Ein bisschen umgucken. Okay, da ist eine Treppe. Hänge hier mal eine Fackel hin. Da ist nichts. Das ist ja eine ätzende Welt. Im Kupfer gesehen? Ja. Oh. Level up. Gib mir mein Kupfer. Was? Tasche voll? Mann. Dann muss ich eben was wegwerfen. Oh. Der hat sich in die Ecke versteckt. Bisschen Licht machen, bevor ich hier runtergehe. Was ist das? Irgendwie habe ich da gerade was gesehen, oder war das hier? Der Dampf von meiner Fackel. Wo bist du, Mistvieh? Zeig dich da.
Was ist das? Ich will das haben. Panzer. Die kann ich natürlich gut gebrauchen. Dann tue ich doch das weg. Ich Kupfer und dann tue ich noch was weg, nämlich gelber Portalstein. Oh, habe ich noch gar keinen gefunden. Sprengstoffbombe. Steine sind leider auch ein bisschen rar, deswegen werde ich die sicher nicht wegtun. Dann tue ich das weg. Oh, habe ich schon alles? Okay. Ja, mal meine Waffe wieder anziehen. Au. Oh, hier ist ein Portal. Das ist ja interessant. Und was ist das? Erde. Hm, sieht gar nicht aus wie Erde. Ich muss da durchgraben. Ist da noch irgendwas? Sieht irgendwie so aus, ne? Das ist doch eine Tür. Oder? Das ist nur Felsen. Und diese Steine lassen sich sehr schwer abbauen. Ich glaube, das hebe ich mir lieber nochmal auf. Die darf ich gar nicht abbauen. Die schon. Interessant. Da hinten ist nur die Mauer. Hat nur so ausgesehen, als wäre da. Mana-Trank. Sack voll. Lass ich jetzt mal liegen. Da sind bestimmt auch Mana-Tränke drin. Habe ich denn schon Portalsteine? 4. Gekommen. Wo ist er? Hey, wo ist der Portalstein hin? Ach, habe ich ihn wieder eingesammelt. Sehr schön. Wo geht's hier hin? Nochmal kurz gucken. Funkelnde Sträucher. Mhm. Klingt auch interessant. Das ging zu schnell. Jetzt habe ich die Stufen nicht gesehen. Stufe 6. Ja. Dann gehe ich direkt wieder zurück. Ich habe auf der anderen Insel, auf der ich eben war, auch noch ein anderes Portal gehabt. Da bin ich noch nicht durchgegangen, aber ich wollte mich erst nochmal auf dieser Wüsteninsel umgucken. Hier gibt es echt wenig. Kein Haus, kein Gebäude. Ich laufe mal da drüben lang. Noch ein Portal. Da geht's runter. Da sind ganz viele böse Gegner. Da ist der Turm, da war ich ja schon. Mal hier lang. Mann. Ich glaube, hier geht es auch runter, oder? Ist hier nichts? Nö, doch nicht. Wieso gibt es hier keine Ruinen? Ist noch so ein Turmdingens? Und da ist Ende. Ich noch mal hier rein. Da sind natürlich ganz schön viele Gegner.
Shit, Fackel. Ach nee, die habe ich in der Hand. Gib mir meine Fackel wieder. Jetzt man sieht mit dem Bogen, das klappt schon wesentlich besser. Boah, hier geht es überall so tief runter, glaube ich. Und kein Haus außer dem Turm. Nichts. Okay, dann gehe ich jetzt zurück auf meine andere Insel. Und lege das sowieso mal als Heimat fest und gehe dahin. Und nehme das andere Portal. Das war da so unten eingebaut. Es ist hier jetzt auch Nacht. Mein Bogen reparieren. Durch das bin ich schon gegangen. Das andere war da vorne. Habe ich die Steine auch schon eingebaut. Purpurwälder. Das klingt nett. Welche Stufe war das? Habe ich schon wieder nicht gesehen. Mann. Bisschen aufmerksamer sein. Stufe 5. Okay, das geht. Oh, da oben rechts blinkt's. Habe ich wieder einen Levelaufstieg. Steinbeißer. Was ist das denn? Erhöht Abbauschaden um 15%. Kann ich das auch machen? Ach so. Mach ich das. Noch spezialisieren. Vielleicht könnte ich das auch umschalten. Keine Ahnung. Ich müsste mal Zeug loswerden. Ich habe zu viel Gepäck. Das wieder weg. Ja, ein Häuschen finden wäre nicht schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Also hier war ich auch noch gar nicht. Ist das alles Kupfer? Nein, das sind Pilze, oder? Fackel. Nicht weh. Das war knapp. Und gleich ein Herzchen gefunden, das ist gut. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Und da ist keine Tür. Nehme ich doch erstmal die rechte, nachdem ich mich geheilt habe. Au. Ich glaube, ich schieße die Tür ab. Schleifstein ist immer gut. Mann. Der hat nicht mein Herzchen fallen lassen. Noch jemand hier? Nope. Fackeln. Das ist cool. Jetzt noch zur anderen Tür. Die ist da. So, das ist ja noch eine. Mann. Noch was? Finster. Und noch eine Tür. Was ist denn hier los? Ja, ich habe was fliegen sehen. Komm her. Ach, noch ein Portal. Das ist verwirrend. Ob ich mir das alles merken kann. Wo hier Portale sind und wo nicht. Das ist wieder Erde. Und da hinten ist nichts. Mann, Mann. Wie viele Portalsteine habe ich noch? 31.
Aber ich glaube, es macht eh wenig Sinn, da jetzt schon reinzugehen. Ich muss erstmal die Welt hier angucken. Geht's nicht weiter? So wieder raus. Bin ich da richtig? Nope. Ich höre was über mir. Ja, auch nicht. Da hinten muss ich lang. Oder? Nein, hoch muss ich. Hoch ist schon richtig. Muss doch irgendwo mal eine Ruine stehen, so ein Haus. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Welten gibt ohne Häuser. Aber offensichtlich schon. Den gelben Portalstein schmeiße ich sicher nicht weg. Vielleicht werfe ich einfach mal die Pilze weg. Weil hier gibt es nämlich Karotten. Und die brauche ich für irgendeine Sache. Ich habe vergessen für was, aber ich weiß, ich brauche es. Ui, sie sehen aber böse aus. Meine Güte. Sehr groß, sehr böse. Ich mache ein bisschen Abstand. Wenn ich auf die Sachen mit Waffen drauf haue, bringt das nichts. Was? Schon voll mit Karotten? 5? Wow. So, jetzt kann ich schon mal einen von diesen hier machen. Nein. Es ist immer schön, wenn ich ein Leben finde. Tja. Muss mal ein bisschen höher gehen, damit ich ein bisschen den Überblick habe. Da ist nichts. Da war ich drin. Da bin ich gelandet. Dann gibt es ja hier nicht so viel, ne? Ist das böse? Ich glaube, da war ich ja schon. Das ist wenig, was es hier gibt. Sehr wenig. Geht's da lang? Nein. Hübsch, aber nicht sehr ergiebig. Jetzt Riesenkürbisse. Schade, dass meine Taschen so voll sind. Ich kann im Moment auch keine Kiste bauen. Ich habe vergessen, warum nicht. Irgendein Material hat mir gefehlt. Das ist wieder so ein Arena-Ding. Das ist ein Runenstein. Boah, sind das viele. Die sind bestimmt total schwer. Ich könnte es ja mal ausprobieren. Da. Brennende Knochen. Naja, solange sie mir nicht zu nahe kommen können, ist das ja okay. Oh, da ist ein stärkerer Heiltrank und ich kann ihn nicht einsammeln. Das geht hier mal gar nicht. Gib mir den Heiltrank. Weit weg. Ja. Gelbes Portalsteinfragment. Komm her, Grünschnabel, aber hau mich nicht. Sehr schön. Oh. Ich muss ja eh graben, weil ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Hallo?
weiß auch gar nicht, ab welchem Level es dann Eisenerz gibt, weil das brauche ich unbedingt. Also hier habe ich jetzt keins gesehen. Was jetzt aber auch nicht so viel heißen muss. Mann, das ist echt ätzend. Was kann ich wegwerfen? Die Steine nicht. Das. Ja, super, habe ich es umsonst weggeworfen. Kupfer konnte ich ja noch sammeln. Okay. Ja, schade. Das ist jetzt keine tolle Welt hier. Überhaupt nicht toll. Aber ich habe doch jetzt ein Gepäck freigeräumt. Kann ich noch ein paar Karotten mitnehmen, oder? Ja. Aber die Seeds nicht. Och Mann. Dann lasse ich doch lieber die Karotten hier und nehme die Seeds mit. Das wollte ich nämlich als nächstes machen, mir so ein Gärtchen anlegen, wo ich das alles pflanzen kann. Da hinten ist nur so ein Turm. Das hier sind echt keine Häuser. Das ist strange. Und dann da irgendwie hoch statt runter? Nee, da geht's nur runter. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich hier jetzt irgendwie ein Haus übersehen haben soll. Da ist nichts, da hinten ist es fertig. Da ist nichts, da hinten ging es nicht weiter. Tja. Dann nehme ich doch noch den Dicken hier mit. Wenn ich ihn mal treffe, meine ich. Wow, das geht schnell. Stufe 6. Bin ich Imba. Vielleicht kann ich mir ja jetzt eine neue Kiste bauen, weil das ist dringend. Ups, war falsch, das wollte ich doch gar nicht. Das ist dringend nötig. Ich glaube, mir hat Dingens gefehlt. Kupferohr. Ja, was ist hier los? Besucher? Unerwünschte? So, eine Kiste wollte ich mir bauen. Ja. Jetzt natürlich nicht nehmen kann, weil die Tasche voll ist. So langsam komme ich auch mit der Steuerung besser klar. So, da tue ich jetzt rein. Was ich noch nicht habe. Knochen. Diesen Staub. Ich würde sagen, die ganzen Quarze. Dann tue ich rein das hier. Ich sehe mich schon verzweifelt suchen. Diese Steine. Die Steine behalte ich. Ist auch noch Quarz. Kohle behalte ich. Die Seeds behalte ich auch. Die würde ich ja dann gerne pflanzen. Gucken, ob ich noch eine Kiste machen kann. Ja. Ich nehme eine nur für Pflanzen.
aber erst nachdem ich mein Gärtchen angelegt habe. Was ich mit einem Ei machen kann, weiß ich auch nicht. Frühlingsbaum, Setzling. So, ich habe mir hier drüben. Ach. Nee, nee. Drüben schon mal Platz gemacht, weil ich hier ein kleines Wäldchen pflanzen möchte. Da drüben, das will ich noch abbauen, dann kommt da der Garten hin. Also ich habe noch einiges vor. Dazu muss ich aber erstmal wieder ein bisschen graben und buddeln. Das ist dann was für die nächste Folge. Also jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss!